Einen schönen Fußballabend darf ich Ihnen wünschen, liebe Zuseher. Willkommen im Wiener Ernst-Happel-Stadion zum Duell des SK Rapid mit dem RZ Pellets WRC. Beide Teams haben sich ja in der vergangenen Runde über einen vollen Erfolg freuen dürfen. Na gut, bei Rapid war der Dreier in Neustadt jetzt nicht weiter außergewöhnlich. Der 3:2 Erfolg des WRC gegen Red Bull Salzburg hingegen schon. Aber trotz dieses Sieges der Wolfsburger über Meister Salzburg, die Favoritenrolle ist heute doch eher den Hütteldorfern zuzuschieben, denn vor allem die Heimbilanz der Wiener zuletzt ist wirklich beeindruckend. Rapid hat die vergangenen 5 Heimspiele hier gewonnen und das jeweils zu 0. Aber der WRC hat ja auch schon mal bewiesen, dass Rapid zu schlagen ist. Schauen wir mal drauf, was sich Zoki Barisic für heute ausgedacht hat. Da fehlen ja ein paar. Florian Kainz gesperrt, verletzt, Schaub, Petzos. Novotor war krank, also ist Marko Maric im Tor, kommt zu seinem 4. Bundesligaspiel. Deni Ala kommt wieder mal zum Einsatz in der Mittelfeldzentrale offensiv. Dahinter Grahovac, der mit Schwab die Doppel-6 bildet. Links Dominik Starkl, erst zum 2. Mal in dieser Saison in der Startelf. Und Philipp Schobesberger, der könnte heute wieder mal zeigen, was er drauf hat. Zuletzt ist ihm ja der Knopf so richtig aufgegangen, der Flügelflitzer bei den Grün-Weißen. Schiedsrichter Alexander Hakam führt die beiden Mannschaften jetzt aufs Feld. Werden so 12.000, 13.000 hier sein an diesem Osterwochenende. Gute Atmosphäre, gute Stimmung. Die Fans wissen ja, was sie hier erwartet, wenn wir dann die jüngeren Spiele denken, an die Ergebnisse. Da gab es immer was zu feiern, zumindest wenn man Anhänger des SK Rapid ist. Die Wolfsburger, die haben durchaus ihre Probleme auswärts, das ist keine Neuigkeit. Haben uns schon länger nicht mehr getroffen, also es wäre wieder mal an der Zeit. Alexander Hakam, der assistiert wird von Richard Hübler und Roland Braunschmidt, pfeift heute zum ersten Mal übrigens dieses Duell. Also für ihn auch was Neues. Zum 82. Mal in der Bundesliga im Einsatz. Alles klar, die beiden Abwehrrecken, die Kapitäne, Sonnleitner und auf der anderen Seite Michael Solbauer, der natürlich in der Startformation steht, neben Daniel Drescher, die Innenverteidigung bildet. Gibt nur eine Änderung im Vergleich zu diesem furiosen 3:2 gegen Salzburg. Joachim Standfest ist wieder da und spielt im zentralen Mittelfeld, weil Manuel Weber gesperrt ist. Standfest zum 3. Mal im Mittelfeld im Einsatz. Zum 4. Mal, pardon. 3-mal hat er schon da gespielt. 2 Siege gab es, 1 Remis für den WRC. Also vielleicht ein ganz gutes Omen für Standfest, dessen Trainer ja heute seinen 44er feiert. Am 4.4. Didi Kübauer, die ehemalige Rapid-Legende, wurde vorher auch geehrt von den Rapid-Verantwortlichen. Und Zoki Barisic, sein guter Freund, ist auch noch 44 und wirkt jetzt zumindest schon etwas angespannt vor diesem Duell gegen den WRC. Die Wolfsburger werden dieses Spiel eröffnen. Alexander Kofler gleich mal nach vorne gejagt den Ball. Fehlt ja weiter Tadej Tredina. Der will und will nicht gesund werden. Und der geht den Wolfsburgern natürlich extrem ab da vorne. Jetzt heißt es aufpassen für die Defensivabteilung des WRC. Aber Stefan Paller, der Ex-Rapidler, aufmerksam genug in dieser Situation. Also weil Tredina weiter fehlt. Heute Jacobo an vorderster zentraler Front
aufgeboten. Silvio hat den Ball zunächst gut behauptet und dann dieser Fehlpass und das Foul hinterher. Freistoß für Rapid. Aktion von Silvio, der aber natürlich eine wichtige Rolle einnimmt, dank seiner robusten Spielart. Flankenmöglichkeit gegeben für Pavelic, das dauert aber etwas lange. Immer noch der Rechtsverteidiger, und dann war Endstation. Und dann Silvio und Hüttenbrenner, die versuchen, diesen Ball zu verlängern. Das sind mit die Kopfballstärksten in dieser Zone. Da war Jacobo kurz am Ball. Interessante Frisur. Wie man hört, hat er das selbst zu verantworten, den neuen Haarschnitt. Starken Spanier, sehr sensibler Spielertyp, aber wenn er gut drauf ist, kaum zu halten. Genauso wie ein Philipp Schobesberger, der hier gestoppt wird. Ja, dann mit etwas Verzögerung kommt doch der Pfiff von Alexander Hakam. Das war eigentlich auch gelbverdächtig dann, wenn er pfeift. Daniel Drescher bekommt die Ermahnung, wenn er mal Tempo aufnimmt. Dieser Sprinter im grün-weißen Dress. Dann nur ganz schwer zu halten. Ja, da war schon auch der Ball mit dabei. Und vielleicht ein bisschen Gegner. Genialer beim Freistoß. Der ist logischerweise kein Problem, wenn er so geschossen wird für Alexander Kofler. Stand fest. Gefühlvoller Pass. Und dann Maric. Maric hat zunächst gut antizipiert, hat diesen Pass kommen sehen, den Standfest wirklich wunderschön spielt in den Lauf von Jacobo. Jacobo, der dann, denke ich, zu spät gesehen hat, dass der Goalie mitgespielt hat. Ansonsten hätte es hier die erste Möglichkeit geben können für den Spanier, für den WRC. Durch für Pavelic. Stefan Baller, der sich in der Saison 13-14 duelliert hat um die Position des Linksverteidigers gegen Thomas Schrammel bei Rapid, hatte dann aber doch das Nachsehen und ist nach Wolfsberg gewechselt, fühlt sich da aber sehr wohl, hat mittlerweile auch einen Stammplatz. Dario Baldauf zumeist nur auf der Bank zu finden. Ja, Sonnleitner war dann nicht so ganz einverstanden mit dieser Entscheidung. Aus seiner Sicht natürlich nachvollziehbar, weil es gibt diesen Freistoß, den Christopher Wenitznik ausführen wird. Keine schlechte Position für eine interessante Flanke. Den bringt er aber zu direkt aufs Tor. Auch er gegen Salzburg mit einer sehr guten Leistung.
Steffen Hofmann nur auf der Bank, der hatte Wadenprobleme. Da geht man natürlich kein Risiko ein, aber auch in Wiener Neustadt ist Hofmann ja erst zur zweiten Hälfte gekommen und hat dann mitgeholfen, dass das Rapidspiel so richtig in Schwung gekommen ist. Silvio angesprungen von Thomas Rammel. Große Ordnung in dieser Anfangsphase drinnen. Sehr bissig werden die Zweikämpfe geführt. Also die Zweikampfintensität, die ist sehr hoch. Deshalb muss der Alexander Hakam doch sehr oft schon in den ersten Minuten nachschauen. Da war auch das gestreckte Bein mit dabei von Grahovac gegen Hüttenbrenner. Der auf folgende Herren heute noch zurückgreifen kann. Vielleicht wieder auf Manuel Kerche, der ja nicht lange gebraucht hat, um sein Last-Minute-Tor zu erzielen. Oder wenn es technisch werden soll, wäre natürlich immer ein Peter Schul gefragt. Jetzt wieder Palla, der den Ball nach vorne bringt. Vielleicht die nächste Passchance für ihn. Etwas in den Rücken von Hüttenbrenner. Silvio geht dann gut drauf. Genau das ist gefragt bei ihm. Mit all seiner Wucht hier gegen Maximilian Hofmann. Noch im Spiel. Guter Einsatz vorne, Wernitznik. Ah, die Wolfsberger sind gut dabei bei den Zweikämpfen. Hüttenbrenner. Guter Haken, Hüttenbrenner. Guter Schuss, Maric. Und es gibt die Ecke. Jacobo, der schön verlängert. Hüttenbrenner, der Sondleitner verlädt. Dann mit dem etwas schwächeren linken Fuß. Kein schlechter Abschluss vom dreifachen Saison-Torschützen Marko Maric. Gleich mal ordentlich gefordert in dieser Anfangsphase. Zunächst gut mitgespielt bei dem Steilpass von Standfest und jetzt die aufmerksame Tat nach diesem Schuss von Hüttenbrenner. Jacobo. Maric. Das hat nach einem Stürmerfall ausgesehen. Das hat auch Alexander Hakam so interpretiert. Attacke kam von René Seebacher. Solbauer, routiniert, hat er diese Situation geklärt und gelöst. Silvio, der WRC weiter giftig. Grahovac, Schobesberger hat Raum. Philipp Schobesberger, das gar nicht gern hat, wenn man Philipp zu ihm sagt. Den Vornamen mag er nicht, verstehe ich eigentlich nicht. Schöner Vorname. Aber hast lieber, wenn man ihn Schobi nennt. Jacobo, ja. Wenn das gelingt, dann bietet er sich für das Tor des Jahres an, wollte Maric überheben. Aber dann hier ein kläglicher Versuch. Aber das Tempo ist gut, geht schön hin und her.
Peric kommt bisher noch nicht wirklich zum Zug. Aber auch das ist nicht ungewöhnlich für ihn, dass er sich seine Auszeiten nimmt, wie gefährlich er vor dem Tor ist. Das zeigt ein kurzer Blick auf die Torschützenliste mit seinen 17 Saisontreffern. Volle Schussgelegenheit hat sich angeboten. Nicht so einfach für Mario Pavelic. Schwierige Anfangsphase für Zoki Barisic und für Rapid. Der WRC hält sehr gut dagegen. Ist zweikampfmäßig absolut auf Augenhöhe. Hatte auch schon eine ganz gute Chance durch Boris Hüttenbrenner. Und hat hinten noch nicht viel zugelassen. Rapid noch ohne Torschuss. Schobesberger. Mit Schwab, der ja unter Didi Kübauer debütiert hat in der Bundesliga. Im Dress der Admira. Gegen Rapid übrigens. Zu Beginn der Saison 2011-2012. Achtung! Das ist was für Schobesberger Tor! Kapitaler Abwehrfehler. Und den nutzt der Schobi, der einen echten Lauf hat. Aber wie konnte es dazu kommen, werden sich alle Wolfsburger Fans jetzt fragen. Es war dieser Patzer von Wernitznik und dann ist natürlich auch Pech dabei, dass der Ball genau zu Schobesberger kommt. Schwab mit dem Fehlpass eigentlich, Wernitznik mit der technischen Unzulänglichkeit. Paller hat keine Chance, Schobesberger aufzuhalten und der macht es dann sehr ruhig, hat kein großes Problem, Alexander Kofler zu umkurven. Dann dreht er ab und freut sich über sein zweites Saisontor. Also das sind wirkliche Schobesberger Wochen. Gilt ja nicht als der Trainingsweltmeister, aber was für ein großes Potenzial der hat, das ist allen bekannt. Hat einen unglaublichen Speed. Es gibt wohl kaum einen schnelleren, der in Österreich spielt. Dazu kommt dann sein großer Instinkt, gelernt in vielen Käfigpartien im Linzer Umfeld. Na, bitte für den WRC, der hier sehr gut begonnen hat. Dann so ein kapitaler Bock von Wernitznik, der gleich bestraft wird mit dem Gegentor. Schobesberger hält den Ball im Spiel in dieser Situation. Unglaublich eigentlich. Immer noch Schobesberger. Tolle Aktion. Sucht den Doppelpass. Schobesberger legt noch mal ab. Hätte er selbst probieren können. Und dann Schwab abgefälscht. Tor 2-0. Viertes Saisontor. Aber möglich gemacht. Nur durch diesen unfassbaren Einsatz von Philipp Schobesberger. War vielleicht gefühlt schon eine Minute her. Aber das zahlt sich auch, dass wir hier sehr schön einsteigen mit dieser Situation. Ein bisschen Glück mit der Eckfahne dann, aber toll gegen Baller gearbeitet. Dann mit dem Außenriss, jetzt der Pass. Doppelpass gelingt. Abschluss. Verzichtet er drauf, spielt nochmal ab und dann kommt der Ball zu Schwab. Jetzt kommt
Zunächst Stakel und dann Schwab, der schießt. Und der Ball war aus meiner Sicht noch abgefälscht. Und Didi Kübauer dürfte da jetzt eben auf die Tribüne verbannt worden sein. Im Torjubel der Rapid-Fans und der Spieler war das natürlich nicht zu sehen. Alexander Hakam hatte da eine strenge Unterhaltung und zeigt unmissverständlich zu viel des Guten und schickt den WRC-Trainer auf die Tribüne. Gleich dahinter schüttelt Dolf Edlinger den Kopf und kann diese Anfangsphase vielleicht auch nicht ganz fassen, denn das war ausgeglichen in den ersten 12, 13 Minuten. Und dann kam dieser Fehler von Wenitznik, das Tor von Schobesberger. Und dann kam nochmal Schobesberger, hat umgerührt in der Nähe der Eckfahne. Und kurz darauf der zweite Treffer für Rapid. Wird der WRC jetzt aus der Bahn geworfen? Oder kommen sie vielleicht sogar gleich zum Anschlusstreffer? Hat zunächst nicht uninteressant ausgesehen nach dieser Ecke von Jacobo. Solbauer. Dann Schrammel, der kein großes Risiko hier eingeht. Warum auch? Schöner Pass von Schwab, aber Beric hat sich zu früh gelöst. Stakel, der arbeitet, dann kommt Schwab. Ball wird abgelenkt, haben Sie hier schön gesehen. Keine Chance für Alexander Kofler und Didi Kübauer, der hier moniert. Wohl bei dem Zweikampf Schobesberger gegen Palla bei der Eckfahne, dass da ein Foul mit dabei war. Dann war vielleicht die Wortwahl zu streng gewählt. Dafür haben diese drei Damen jetzt das Vergnügen, mit dem WRC-Trainer über Fußball fachsimpeln zu dürfen. Wenitznik, der hat sicher noch einiges vor heute, nach seinem Fehler vor dem ersten Tor. Brenner, da ist Maric. Kein Foul an Beric. Spiel läuft weiter. Palla wieder gegen Schobesberger. Palla schön durchgesteckt. Silvio legt rüber. Aber ohne großen Erfolg. Und dann immerhin noch als Teilerfolg die Ecke. Schön gespielt zuvor von Palla. Jacobo kommt nicht vorbei. Silvio unterstützt. Und dann gibt es die Ecke, weil Pavelic den Ball nicht mehr im Spiel halten kann. Wieder Maric. Bisher ganz guter Auftritt. Souverän Jacobo.
Fein gemacht, wenn er den im Spiel halten kann. Er konnte letztlich nicht. Nein. Guter Antritt. Und dann war der Ball wohl schon zur Gänze über der Tor-Out-Linie. So wieder Schobesberger in der Nähe von Paller. Werden wir ihnen dann noch eine Einstellung anbieten können. Wie der Schobesberger gearbeitet hat gegen Paller vor dem 0:2. Das war ja dann der Grund des großen Ärgers von Didi Kübauer. Wohl nicht ganz zu Unrecht. Wieder Schobesberger, wieder Paller. Nach vorne, also der Auswurf, und dann sollen die Spieler Tempo machen und das Mittelfeld überbrücken. Sonnleitner, kein Problem. Einsatz von Schwab, der jetzt noch mal hin muss. Zebacher mit Stefan Paller, der viel zu tun hat. Der wohl noch einiges zu tun bekommen wird. Fahne war oben, nächste Abseitsposition, gibt uns vielleicht die Gelegenheit, auf die angesprochene Situation zu schauen. Hier der Einsatz von Schobesberger, das war wohl okay. Da kommt der Griff rechts oben und links auch noch ein bisschen gezogen. Also das kann man natürlich schon pfeifen. Dann hat er Glück mit der Eckfahne. Didi Kübauer hat es auch gesehen. Da war der Griff, das stimmt. Alexander Hakam hat aber laufen lassen. Pech für den WRC, Pech für Paller. Und dennoch lobenswert, einfach der Einsatz von Philipp Schobesberger, der hier alles gegeben hat, wo andere schon abgestellt hätten. Das war dann mitentscheidend für die Entstehung zum zweiten Treffer. Marko Maric, der Zweier, heute Einser. Der dritte Torhüter. Hat sich unlängst nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Rapid. Sie vielleicht gehört, dass Knoblauch in einer Diskoschlägerei verwickelt war. Natürlich droht er jetzt eine auch intern saftige Strafe für den jungen Rapid-Keeper. Robo lässt prallen. Silvio kann mit dem Pass dann nichts anfangen. Aber die Wolfsberger setzen nach. Haben sich da natürlich kurz schütteln müssen, nach dem 0:2 vor allem. Scheinen jetzt wieder etwas besser reinzufinden. Wie
wieder dagegen halten zu können. Ist ja noch lange nichts verloren. Stand fest, der unglücklich abgefälscht hat beim Schuss von Schwab. Jacobo, die Passidee war eigentlich sehr schön. Ich finde nur, Venitsnik ist nicht drauf eingestiegen. Und in den letzten Minuten hat sich die Zweikampfbilanz doch deutlich zugunsten von Rapid gedreht, die gebraucht haben, die Probleme hatten zu Beginn. Eben weil der WRC sehr zweikampfstark aufgetreten ist, aber mittlerweile über 60% gewonnene Duelle Mann gegen Mann zugunsten für Rapid. Auch deshalb sind die Wiener jetzt besser drinnen in dieser Partie. Mit dem 2:0 im Rücken. Gravatz auf Schobesberger. Was hat er jetzt vor? Schobesberger dribbelt sich dann letztlich selbst aus, aber auch das gehört zu seinem Spiel. Da kann nicht jede Aktion gelingen. Das Risiko muss er halt nehmen. Manfred Nastl, der Co-Trainer, der jetzt natürlich die Anweisungen geben muss. Jacobo. Deniala mit Beric. Davilic. Und dann wieder Schobesberger. Sehr rechtslastig das Spiel von Rapid. Das heißt, dass Dominik Starkel kaum zum Zug kommt. Aber man sieht schon, auch die Rapidler selbst wissen, wie gut Schobesberger drauf ist und reklamieren hier Handspiel und das ziemlich vehement. Dann die Aktion von Palak gegen Schobesberger. Beric zuvor. Dann war die Hand mit im Spiel. Aber das hat Alexander Hakam anders bewertet oder nicht gesehen. Die nächste Möglichkeit für Deniala, mit seinem linken Fuß was zu produzieren. Kurz abgespielt auf Grauwatz, der dann zu lange braucht für diese Hereingabe. Silvio. Umschaltspiel der Wolfsberger. Und dann wird standfest zurückgehalten. Damit wurde ein vielversprechender Angriff unterbunden. So gesehen die Gelbe für Pavelic. Doch irgendwie nachvollziehbar. War nicht viel, aber hat gereicht, um standfest außer Tritt zu bringen. Halbe Stunde gespielt, der WRC kommt nicht mehr in die Box rein, kommt nicht mehr zum Abschluss.
hat jetzt doch Probleme im letzten Drittel. Ansonsten wäre viel Raum gewesen für Rapid. Ja, Zoki Barisic, der zum einen bei uns morgen einiges zu sagen haben wird. Zuvor wird er vielleicht auch mit Interesse Ried gegen Sturm Graz verfolgen. Ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria oder auf HD2 und danach eben Zock und Tore, unter anderem mit Zoki Barisic, mit Damir Kanadi und mit dem Vorsitzenden der Schiedsrichterkommission Robert Sedlacek, auch Wiener Fußballverbandspräsident. Eins ist klar, der WRC braucht hier bald ein Erfolgserlebnis, sprich ein Tor, um hier wirklich wieder zurückzufinden. Natürlich auch eine Kopfsache, wenn man hier zwei Tore hinten ist gegen Rapid. Fällt der Glaube natürlich schwer, noch großartig was zu reißen. Aber mit einem Tor könnte das dann natürlich wieder ganz anders aussehen. Silvio hat es eben mal probiert. Aber ein echter Knipser ist er nicht. Läuft gut bis hierhin und dann kommt Silvio und gewinnt diesen Zweikampf. Aber Rapid kommt schnell wieder zurück. Starklich setzt Berger unter Druck, der das aber relativ ruhig und gut löst. Wieder Silvio. Der Pass war gut. Jacobo legt noch mal raus. Direktabnahme von Silvio. Hübsch runterzufangen für Marko Maric. Aber wieder Silvio, der sehr aktiv hier spielt, der wirklich alles versucht, das WRC-Offensivspiel wieder auf Touren zu bringen, gemeinsam mit Jacobo. Und Rapid macht das immer sehr geschickt. Geht ja nicht bei jedem Angriff. Volles Tempo, variiert sehr gut, kommt jetzt auch mehr über links. Also wird Stakel, wird Schrammel mehr eingebunden. Das heißt, Stefan Paller bekommt mal eine Verschnaufpause. Jacobo kommt nicht hin gegen Maric. Das war ganz schlecht gespielt von Pavelic. Und dann der Zusammenprall. Jacobo und Maric, beide bleiben liegen. Eine Situation, die nie entstanden wäre, wenn Pavelic diesen Ball normal zurückspielt. Jacobo sieht das natürlich, bekommt einen leichten Rempler mit von Hofmann. Und prallt dann mit Maric zusammen. Hier dieser ganz leichte Kontakt, der ausreicht, um Jacobo
auch ein bisschen aus der Tritt zu bringen. Und dann hat es Maric vor allem ordentlich erwischt. Aber auch Jacobo hat da einiges abbekommen. Langsam aber sicher rappelt sich zumindest der Spanier wieder auf. Nochmal der Zweikampf vor den 0:2 hier. Hätte man wohl wirklich abpfeifen müssen. Hakam hat laufen lassen. Schobesberger ist auch viel gelaufen bei diesem Angriff. Doppelpass mit Beric. Stakel kann nicht viel mit dem Ball anfangen. Und mit etwas Glück kommt die Kugel zu Schwab. Standfest, fälscht ab. Kofler zum zweiten Mal geschlagen. Die Rapidbank jubelt. Hicke fängt Barisic. Und auf der anderen Seite hat dann Tilly Kübauer Alexander Hakam einiges erklärt. Sieht, wie sein ehemaliger Schützling jubelt. Mit Warnung zum einen bei Jacobo, zum anderen bei Marko Maric. Drescher geht dort zu Boden. Freistoß WRC. Ja, mit dem linken Arm hat Beric ausgeschlagen. Also was tut sich da noch bei Rapid in Sachen Kampf um den Titel? Vielleicht noch nicht. Dazu hätte die Austria heute mithelfen müssen. Aber zumindest der zweite Platz wird mal abgesichert, weil Altach ja heute nicht spielen kann. Der zweite Platz ist ja auch sehr interessant in dieser Saison. Reicht für die Champions League Qualifikation. Genommen. Da holt man sich Ballsicherheit. Der Ballbesitz ja enorm gestiegen bei Rapid. Nicht nur in diesem Spiel, sondern überhaupt im Jahr 2015. 64% Ballbesitz vor diesem Spiel. Das ist ein sehr hoher Wert, der höchste Wert in der Liga. Heute hingegen bisher sehr ausgeglichen, 50-50 in Sachen Ballaktionen, stand fest. Verlagert das Spiel, zunächst keine gute Ballmitnahme von Berger. Und es gibt Freistoß für Wolfsberg. Aufgrund dieser Aktion von Schrammel. Kobo, wer sonst, war noch abgelenkt, dieser Ball, auch da wird, denke ich, zart reklamiert, stand fest, blickt um sich, geht hin zu diesem Flankenball, Schrammel ist in der Nähe, hat er den noch mit der Hand auch erwischt, war schwer zu sehen, denke aber eher nicht pfeifenswert, Beric mit Schwab. Mit Schrammel. Keiner flankt so viel aus dem laufenden Spiel heraus wie Thomas Schrammel in der Liga. Zudem sind ihm ja auch schon 5 Torvorlagen gelungen. Da kann nur
Andreas Lienhardt mithalten als Verteidiger. Stakel. Keine Chance vorbeizukommen. Silvio startet den nächsten Konter, der nicht lange gedauert hat. Wieder ein Foulspiel. Nächster Freistoß. Wieder also Rhythmusunterbrechung. Sind live vor Ort hier im Happenstadion. Das werden dann mit Sicherheit mehr, wenn der große Schlager dann vollzogen wird hier gegen Red Bull Salzburg. Kommenden Sonntag ist es soweit. Davor ja noch das nächste Duell gegen den WRC in der Lavantal Arena am Dienstag. Das Cup-Viertelfinale. Daran denkt Toki Barisic jetzt gerade wohl nicht. Daran, dass seine Mannschaft in den vergangenen Minuten jetzt auch nicht mehr großartig nachgelegt hat, müssen sie jetzt natürlich auch nicht zwingend bei diesem Spielstand. Janicznik. Ja, da hätte man vielleicht pfeifen müssen, war ein bisschen ähnlich wie das Duell Schobesberger-Palla. Auch hier hat Janicznik etwas gezogen. Es gibt die Ecke. Guter Auswurf, viel Platz für Stefan Schwab. Der kann ungehindert Meter machen, aber den Pass nicht anbringen. Der Beric hätte erreichen sollen. Brenner. Spiel läuft weiter, Vorteil, wieder standfest. Berger unterstützt. Schobesberger, der mit Stakel die Seite gewechselt hat, hat defensiv noch einige Defizite, das hat man auch hier gesehen. Dann aus der Distanz neuerlich Boris Hüttenbrenner, der sein Glück versucht, war noch abgefälscht. Deshalb gibt es wieder Ecke. Und alles, was Kopfball, Rang und Namen hat, geht jetzt nach vorne. Also natürlich auch Hüttenbrenner, Drescher, Herr Solbauer. Er wartet immer noch auf sein erstes Bundesligator. Es wäre aus seiner Sicht langsam Zeit. Es ist heute sein 110. Bundesligaspiel. Starke. Ja, Beric hat es jetzt schwer. Berger macht es gut, provoziert der Stürmerfoul von Robert Beric. Erfreut die grün-weißen Fans natürlich nicht. Ja, gut, zunächst, das muss man auch sagen, hat Berger gezogen. Dann revanchiert sich Beric. Das wurde dann angezeigt. Geld gegeben. Daniel Drescher hat es erwischt. Schobesberger. Na schade, war eine feine Idee. Minute wird noch gespielt in dieser ersten Hälfte. Jacobo. Ja, wer hilft ihm? Er sich selbst. Dann der Fehler beim Spielaufbau. Das tut natürlich sehr weh. Kostet viel Kraft.
ermöglicht Rapid noch einen Angriff. Vor der Pause, Starke. Dem nicht viel gelingt, aber das war eine gute Aktion. Gegen Hüttenbrenner, das heißt, wir erleben hier noch eine interessante Freistoßposition. Das war die Aktion von Daniel Drescher vor ein, zwei Minuten, als das Spiel weiterlief. Und für dieses Foul hat es dann hinterher gelb gegeben. Und jetzt also nochmal die Chance für Rapid. Fällt jetzt ein Tor. Dann ist wohl schon früh die Entscheidung gefallen. Und so kann der WRC noch hoffen. Klar, es wird schwierig. Rapid führt mit 2:0. Nach den ersten insgesamt waren es ja 46 Minuten. Obwohl der WRC gut begonnen hat, hat jetzt die Kübauer natürlich Sorgen. Seine Mannschaft ist in den Rückstand geraten, weil Schobesberger einen kapitalen technischen Fehler ausgenutzt hat vom WRC. Und dann wurde nachgelegt durch Schwab. 2:0 für Rapid. Gleich geht's weiter. Bis dann. Gegen Wolfsberg und im Happelstadion hat Rapid früh schon den Führungstreffer erzielen können, nämlich in der Anfangsviertelstunde. Minute 12. Nach einem technischen Fehler von Wernitznik macht es Philipp Schobesberger ganz gut. Bei dem Jungen läuft es momentan. Zweiter Bundesliga-Treffer. Ja, ist ein sehr guter Spieler und Rapid profitiert hier wieder, muss man sagen, wenn man die Heimspiele im Frühjahr sich anschaut. Sehr früh in den Anfangsminuten von einem individuellen Fehler der Gegner. Und Schobesberger ist ein sehr wendiger, guter Spieler, der mittlerweile auch sehr viel Selbstvertrauen hat. Und der macht es dann so, wie es gehört. Ja. Wie gefällt Ihnen das Spiel bisher von Rapid, Toni? Ja, Rapid spielt souverän, so wie man spielen muss, wenn man dranbleiben möchte. Der Stockfehler von Wernitznik ist natürlich schon schwerwiegend und ist natürlich bitter, wenn man so in die Partie hineingeht. Ja, und dann der zweite Treffer. Stefan Schwab übrigens mit dem Assist neben Wernitznik zum 1:0 macht dann das zweite Tor. Da werden wir dann über die Ausgangssituation noch intensiver reden. Schobesberger im Zusammenspiel mit Beric, dann Stakel mit ein, zwei Versuchen. Es will nicht sein und da kommt dann Stefan Schwab, Saisontor Nummer 4, auch noch leicht abgefälscht. Ich glaube, Standfest wurde noch beteiligt. Also, 2:0, aber Rapid natürlich auch da mit einem starken Druck aufs Tor. Ja, und hat wieder Schobesberger sehr schön gemacht. Auch sehr interessant dann zu sehen in der Ecke, wie er sich da durchsetzt. Da war auch ein bisschen Glück dabei, kann man eventuell auch abpfeifen. Und der Schwab über einen hervorragenden linken Weitschuss verfügt, ist bekannt. Ja, und Sie haben es angesprochen, Peter Schöttl. Die Frage ist, ob es überhaupt zu dieser Chance gekommen wäre, wenn die Unparteiischen hier möglicherweise einen Foul geahndet hätten. Die Küper hat es angesprochen, nämlich hier Palla gegen Schobesberger. Und Schobesberger arbeitet sehr heftig mit den Händen. Ja. Spiel läuft weiter und dann kommt der Zufall, dass der Ball über die Eckfahne im Spiel bleibt. Am Ende Schobesberger also dieses 2:0 einleitet. Kübauer protestiert sehr heftig und an seinem Geburtstag gibt es keine Sonderbehandlung von FIFA-Schiedsrichter Alexander Hakam für den Jubilar und muss also auf die Tribüne. Ist bitter. Ist bitter, verständlich. Also für mich wäre es eigentlich, wenn man es so sieht, auch ein Foul gewesen. Und Schobesberger hat dann das Glück, dass er ihn ins Out schießen will und der Ball kommt von der Eckfahne retour und 10 Sekunden später steht es 2:0. Also auch das ist sehr, sehr günstig für Rapid verlaufen, diese Szene. Noch eine Viertelstunde. Also 2:0 die Pausenführung. Wolfsberg zwar ohne Kübauer auf der Betreuerbank, aber trotzdem noch zu 11. Die Fakten heißen momentan in der Tabelle, Rapid rückt wieder näher an Salzburg heran. Wolfsberg bleibt. So, liebe Zuseher, kann gleich weitergehen mit dem Spiel Rapid gegen den WRC. Pausenstand 2:0, ein neuer Torhüter ist mit dabei. Christian Dobnik kommt zu seinem ersten Saisoneinsatz, weil sich Alexander Kofler verletzt hat. Probleme im Gesäßbereich. Deshalb darf er jetzt hupfen und ein bisschen fangen. Christian Dobnik, 67. Bundesligaspiel. Was kommt da noch auf ihn zu? Aber was kann vor allem die WRC-Offensive hier noch bewegen? Das ist natürlich die noch wichtigere Frage aus Sicht des Gastes aus dem Lavantal, um dieses Spiel hier vielleicht noch mal spannend zu machen. Didi Kübauer
Falls Sie später erst zu uns gekommen sind, muss ich das Spiel schon seit geraumer Zeit von der Tribüne aus mit ansehen. Hatte nach dem 0:2 ein Foulspiel wohl zu Recht moniert, aber dann wohl zu heftig diskutiert mit Alexander Akam. Und deshalb der neue Sitzplatz für ihn an seinem 44. Beric. Der erste Einsatz für Christian Dobnik. Ansonsten hat sich personell nichts verändert. Solbauer. Ja, Silvio, wenn er den wirklich durchlassen wollte, war es eigentlich eine gute Idee. Drescher mit Hüttenbrenner. Der Ball kommt toll rein, Riesenchance. Ja, den muss er eigentlich machen. René Seebacher. Flanke von Wernitznik und dann ist Seebacher völlig frei. Natürlich kommt der Ball vor ihm auf und dennoch. Den muss er reindrücken. Und dann wäre es hier sehr früh in dieser zweiten Hälfte tatsächlich wieder sehr spannend geworden. Aber so bleibt es vorerst beim komfortablen 2-0 für Rapid. Stackel, der im Verlauf der ersten Hälfte doch auch sich steigern konnte. Gegen Thomas Schrammel. Sagen wir mal clever. Und Schrammel muss wieder zurück. Darf sich noch ein bisschen ärgern über den verlorenen Zweikampf. Das Mikrofon, nicht der Mitspieler getroffen. Von Schrammel. Stackel revanchiert sich. Schrammel gegen zwei. Ein paar Meter dazu gewonnen. Diese Wolleabnahme hat, ich glaube, Hüttenbrenner am Kopf getroffen. Wolleabnahme von Pavelic. Kommt aber nicht vorbei.
Jacobo. Stand fest. Ja, den hat er noch, aber auch Maric bleibt wach und macht bisher einen sehr sicheren Eindruck. Marko Maric, der Novotor-Vertreter. Führung, obwohl Rapid hier gar nicht so dominant in der Offensive auftritt. Zwar durchaus spielkontrollierend, aber erst 4 Torschüsse. Wenn wir da auf den BRC schauen, der hat immerhin schon 7 Torschüsse zu Buche stehen, aber liegt halt 0:2 zurück, wartet weiter auf ein Tor in einem Auswärtsspiel im Jahr 2015. Sauberes Tackling von Mario Pavelic. Aber auch gut jetzt die Zweikampfführung von Daniel Drescher. Ja, obwohl die Überraschung groß ist bei den Rapid-Fans, hätte ich auch so gesehen. Zweikampf hat Starkl einfach nicht gut geführt. Jetzt kommt es zur Ecke für den BRC. Hier stellt Seebacher den Körper gut rein. Menitznik. Maric kommt. Maric faustet. Das heißt, es könnte noch eine WRC-Flanke auf den Keeper zukommen. Und zwar genau jetzt. Und diesmal natürlich kein Fangproblem. Und die beruhigende Geste von Marko Maric. Starkl auf Beric, der ist nicht im Abseits, aber auch nicht in der Lage, zum Abschluss zu kommen. Weiterhin für Beric-Verhältnisse eher ein unterdurchschnittlicher Auftritt. Seebacher, er hatte die Chance zu Beginn der zweiten Hälfte. Kommt der WRC nochmal so eine Möglichkeit in dieser Größenordnung. Berger. Standfest mit Silvio. Der wieder
robust agiert, das gut macht und dann diesen Schuss nimmt, der eigentlich nicht zu nehmen war. Puh, das war fantastisch von Schwab. Starkli auf Beric. Rechts wäre Schobesberger völlig frei, aber das hat Beric nicht gesehen. Ja, den Ball hätte der Slowene reinspielen müssen. Aber er hat es einfach übersehen. Zieht den Freistoß. Dann konnte Schobesberger drüben winken. Und winken. Hier diese Aktion von Schwab. Großartig gemacht. Und wir begrüßen gleich den zweiten Hofmann im Rapidspiel. Schobesberger wird rausgenommen. Nach 56 Minuten wird dennoch relativ zufrieden auf diesen Arbeitstag zurückblicken können. Schobesberger, der Rapid in Führung gebracht hat nach dem Venitznik-Fehler. Und Schobesberger, der doch sehr beteiligt war am zweiten Treffer durch sein emsiges Zweikampfverhalten, sein bissiges Nachsetzen. Zwar garniert mit einem Foul wohl, aber das hat Hakam übersehen. Hofmann Freistoß, erste Aktion. Wird auch personell reagiert beim BRC. Manuel Kirche wird wohl bei der nächsten Unterbrechung reinkommen. Das macht natürlich Sinn. Der könnte da mit seinem Speed noch etwas bewegen. Beric. Er bleibt weiter unglücklich. Seebacher. Eben mit seiner letzten Aktion hat sich weit. Hier mit Kirche abzuklatschen. René Seebacher. Und erster Sprint für Kirche. Hoffentlich gut aufgewärmt. Gegen Schrammel. Der ist auch nicht langsam. Und dann ist Schrammel, Kirche wohl draufgestiegen. Ich denke nicht, dass hier Kirche eine Show abzieht. Das Tackling von Schrammel, das ist noch okay. Und dann steigt Schrammel Kirche ja nicht ins Gesicht, wie Kirche anzeigt. Denn dann wäre es wirklich schlimm gewesen, sondern eher in die Schultergegend. Ja. Also ich unterstelle Schrammel hier keine Absicht. Maximilian Hofmann. Pressing von zwei, drei WRC-Akteuren. Das war dann doch zu wenig, um Rapid wirklich ernsthaft zu gefährden. Bei diesem Spielaufbau, der bis hierhin sehr gut aussieht. Dobnik gegen Deniala. Dobnik auf Kirche. Schwab stellt sich ihm in den Weg. Das erfolgreich. Zweimal auf den Ball gestiegen, Übersicht behalten, Starkel eingebunden. Starkel gegen zwei, gegen drei. Und das war ein abstoßwürdiges Zweikampfverhalten letztlich für Alexander Hakam. Solbauer gegen Starkel. Riskant war es. Zuvor der Schuss von Deniala. Guter Ball von Solbauer. Silvio.
Vinicnik, wieder Silvio. Jacobo, Silvio, Kirche. Und dann zu offensichtlich dieser Schubser im Zentrum von Vinicnik. Ja, der WRC versucht es, hier Druck aufzubauen, schnell zu spielen, aber Rapid macht das nicht schlecht in dieser Phase. Steht sehr kompakt defensiv. Verschiebt, konzentriert, arbeitet gut gegen den Ball. Zwar gelingt offensiv schon seit geraumer Zeit nicht mehr allzu viel in Grün-Weiß, aber wie gesagt, bei diesem Spielstand muss das jetzt auch nicht zwingend passieren, wenn man hinten alles im Griff hat, bis auf die Chance natürlich von Seebacher. Pfiff hat Barisic nicht gefallen, aber es gibt den Freistoß, den Berger schnell ausführt. Pala. Aber wieder ist Rapid sehr schnell, wieder richtig positioniert. Die Abstände passen zwischen den Linien. Da muss schon so ein Pass her, damit es interessant wird für Wolfsberg. Game jetzt für Maric, dieser Distanzschuss von Daniel Drescher. Aber das war auch zuvor mal wirklich schön gespielt vom WRC. Nur dann fand die Flanke keinen Abnehmer. Da denkt man natürlich immer unweigerlich an Tadej Tredina. Solbauer, der hier von Starkel getroffen wird, hat sich wieder fangen. Starkel. Pressing wurde schön überspielt von Rapid. Deshalb jetzt viel Raum für Schwab und die mögliche Entscheidung. Robert Beric. Lange Zeit unglücklich und dann macht er doch sein Tor. Achtzehntes Saisontor für Robert Beric, weil er WRC riskiert hat mit diesem Pressing. Hofmann Schwab schön bedient, der wiederum direkt rüber spielt zu Beric. Auch da war noch ein WRC-Bein mit dabei. Beim Abschluss von Beric, Dobnik ohne Chance wohl. Und so holpert der Ball über die Linie. Nochmal Hofmann, Schwab, direkt genau so. Muss es gespielt werden und Palla fälscht unhaltbar für Dobnik. Passt, sagt Zoki Barisic. So spielt man als Goalgetter. Gelingt nicht viel. Und doch wieder ein Tor. Und so wird es wohl der nächste Heimsieg. Also diese Serie ist schon
erstaunlich und hervorhebenswert, die der Rapid hinlegt. Darum eigentlich ein neues Stadion bauen, wenn es im Happel so gut funktioniert. Es wird wohl der 6. Heimsieg in Folge. Vielleicht wieder zu null. Oder hat Silvio was dagegen? Das gibt Elfmeter. Und was gibt's noch? Maric schleicht von dannen. Es gibt keine weitere Bestrafung. Silvio holt den Elfmeter raus und Jacobo hat die Chance, zum einen das erste Auswärtstor nach langer Zeit zu machen, zum anderen dieses Spiel noch mal interessanter zu gestalten. Maric gegen Silvio. Schauen wir noch mal drauf. Hier kommt Silvio, Maric kommt zu spät. Silvio ist einfach schneller dran, also unstrittig dieses Foul. Ich denke auch, dass man da nicht rot geben muss. Und jetzt konzentrieren wir uns auf Jacobo. Also zumindest mal wieder ein Tor geschossen, auswärts. Zu 3. 67 Minuten sind gespielt. Stakel. Beric. Nochmal Robert Beric mit ein bisschen Ballglück. Gegenstand fest. Da springt Gravatz, der Ball an die Hand, aber war keine Absicht. Und so lässt Hakam hier laufen. Schwab, der ein ganz starkes Spiel macht. Tor erzielt. Daneben der Assist auf Beric. Beim ersten Tor war er auch dabei mit seinem Pass, der zwar eigentlich nicht gut gespielt war, aber dann hat Vinicius mitgeholfen. Stakel, unterlaufen von Schrammel. Silvio gegen Maric, nochmal unstrittig, ein Foul natürlich. Silvio, aus meiner Sicht doch klar zuvor am Ball gewesen. Die Frage ist dann eben, gibt man rot oder nicht? Hakam hat sich dafür entschieden, Elfmeter zu pfeifen und nicht mal gelb zu zeigen. Tut sich was vor Maric und dann letztlich doch ohne großes Problem. Schwab. Der nächste super Pass von Schwab und
Dobnik, Beric, aber nur Dobnik im Tor. Keine Ecke. Toller Pass von Schwab. Ich denke, kein Abseits von Alla, der an Dobnik scheitert. Beric und dann war Drescher dran. Ja, hätte Eckball geben müssen. Auf der anderen Seite Jacobo mit Kirche. Nochmal der Spanier. Toller Hack von Jacobo, fantastisch gemacht, die Flanke dann aber nicht gut. Kein schlechter Versuch. Maric muss da wieder hin. Also da schien eigentlich alles schon erledigt gewesen zu sein aus Sicht von Rapid. Und jetzt wird es doch nochmal interessant. Guter Schuss von Vernitsnik. Dreht sich unangenehm nach außen und ja, Maric geht sicherheitshalber hin, obwohl der Ball wohl vorbeigegangen wäre. So gibt es die Ecke, die zunächst gut verteidigt wird. Jacobo. Und dann ist Abseits entschieden worden von Richard Hübler. Wir nähern uns der Schlussviertelstunde. Was hat diese Partie noch zu bieten? Vier Tore haben wir schon gesehen. Wieder jetzt gutes Tempo drinnen. Auch wenn der Ball jetzt von Jacobo nicht kommt, der Spanier erneut mit einer sehr guten Vorstellung. Also schauen wir noch mal drauf in dieser Einstellung. Silvio, der wohl hätte abschließen können, das Tor war dann frei. Hofmann hätte da wohl nicht mehr viel machen können. Also da kann man schon von der Unterbindung einer großen Torchance sprechen. Sprich, da hätte es wohl auch Rot geben müssen für Marko Maric. Solche Szenen sind natürlich nie einfach für den Schiedsrichter, aber natürlich perfekt, um darüber zu diskutieren. All das werden wir dann morgen für Sie zu Genüge tun. Liebe Zuseher bei Talk und Tore, wenn dann Robert Sedlacek unser Gast ist, der Vorsitzende der Schiedsrichterkommission. Also schalten Sie ein, wenn Sie Lust und Laune haben. Ist doch immer nett, über sowas zu diskutieren. Stangl raus, Stangl rein. Und der WRC hat auch noch was vor in Sachen frisches Blut. Peter Schul für Vernitsnik.
Steffen Hoffmann, erbost. Aber nicht jede Schiedsrichterentscheidung heute war zugunsten von Rapid, das muss man auch deutlich sagen, wenn wir da an die Entstehung zum 2:0 denken. Foul, wohl eher ja, von Pala an Schobesberger, umgekehrt von Schobesberger an Pala. Und jetzt die Aktion von Maric, die nicht mit Rot geahndet wurde. Pala, Flanke sieht gut aus, Kopfball, aber dann doch deutlich drüber. Hüttenbrenner. Und keine weitere Arbeit für Maric, jetzt schon mit diesem Abstoß. Also auch für ihn ein sehr aufregender Arbeitstag. Standfest. Aber der WRC macht hier nicht den Eindruck, als hätten sie dieses Spiel schon aufgegeben. Kirche. Silvio. Seltener Fehlpass von Schwab. So ein Leitner traut sich da mal einen langen Sprint mit dem Ball zu. Das war etwas glücklich. Berger unter Druck, gerade noch mal gut gegangen mit Solbauer, Dobnik. Da wäre jetzt Raum da für Peter Schul, wenn er vorbeikommt. Hoffmann, Schwab. Klar, dass sich die Räume jetzt öffnen für Rapid. Stange, der müsste noch genug Power haben. Beric. Ja, das war nichts, Sandra Kobo. Gauwatz. Hoffmann, Doppelpass. Den schön spielt den Pass eigentlich auch, aber Schmidt hat eine Abseitsstellung gesehen. Hat er wohl richtig gesehen. Zehn Minuten noch. Thank you.
Schwab. Sieht Schrammel. Das Lauffenso von Schrammel, das ist schon außergewöhnlich. Jetzt muss er wieder zurückhecheln. Aber nur ein, zwei Meter, denn es gibt einen Wurf für Rapid, den er jetzt ausführt. Gut gesehen, dass Deniala viel Platz hat, das technisch toll macht. Hofmann auf Ala, kein Abseits, wieder Hofmann. Super zurückgelegt von Steffen Hofmann auf Grauwatz. Unglaubliche Übersicht des Routiniers. Das war schon riesig von Deniala. Dann knapp kein Abseits. Aber jetzt der Pass von Hofmann. Wahnsinn. Das gibt Sonderapplaus. Ganz wichtige Momente jetzt für Rapid, den Ball da lange zu halten in der gegnerischen Hälfte. Mit dem 3:1 in Rücken. Ich denke, das kann Rapid verschmerzen, mal wieder ein Gegentor kassiert zu haben daheim. Zuvor 5 Heimspiele in Folge zu 0. Heute wird es wohl wieder ein Sieg. Das Gegentor, wie gesagt, verschmerzbar. Was gelingt offensiv noch? Dobnik. Natürlich hat er es eilig. Wer macht doch mit? Peter Schul. Würde gerne. Rutscht rein. Kein Foul. Sagt Hakam. Rapid hat ohne dies den Ball, aber jetzt spielt Stangl die Kugel raus. Damit Hakam genauer nachschauen kann, wie es Grauwatz geht. Ja, Ball und Gegner gespielt von Peter Schul. Unter Druck, kein Problem. Schrammel. Hofmann. Grauwatz. Nicht ganz sauber, aber hat ausgereicht. Max Hofmann auf Schrammel. Das kann schon mal passieren bei diesem Pensum, was da geleistet wird von Schrammel, dass mal die Kraft ausgeht und ein Pass daneben geht. Steffen Hofmann, der Ball kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Das war ein traumhafter Pass, ein traumhafter Abschluss. Er nähert sich der 20-Tore-Marke. Robert Beric. Vier zu eins. Alles klar. Im Happelstadion. Hofmann wartet, wartet. Spielt diesen tollen Pass. Beric hat kurz überlegt, soll ich überlegen auf Stangl? Nein. Ich lupfe ihn selber ins Torglück. Dobnik geht kurz zuvor runter. Damit ermöglicht der Beric diesen
gefühlvollen Abschluss. Toll gemacht, Doppelpack, 19. Saisontor. Gibt schlimmere Werte. Also Rapid bleibt weiter eine Heimmacht, bleibt weiter dran an Salzburg. Der Vorsprung der Salzburger kann ja verringert werden beim direkten Duell dann am kommenden Sonntag. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Jetzt wird Deni Ala rausgenommen und es gibt ein Bundesliga-Debüt. Armin Mujakic wird reinkommen. Zwei Spieler. Begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus die Nummer 31, Armin Mujakic. Offensivmann, Typ 10er, Armin Mujakic. Vater Senat, übrigens auch ein exzellenter Fußballer gewesen. Mittlerweile Trainer bei Mansfeld. Bei der Fortuna auch längere Zeit am Werken gewesen. Der Vater von Armin. So, warum macht er diesen weiten Weg? Roland Braunschmidt dürfte sich verletzt haben. Und deshalb wird der vierte Offizielle eingreifen. Christian Dinter, das heißt, übernehmen Sie. Natürlich kurios, aber ist schon ein paar Mal vorgekommen. Und jetzt selten, dass er einen Schiedsrichter Applaus bekommt. Neues Spiel kommt der vierte Offizielle, Christian Dinter. Also fast frenetisch der Jubel für Christian Dinter, der ist auch recht. Locker nimmt, kann er auch. Roland Braunschmidt, wir haben nachgefragt, hat eine Muskelverletzung im linken Wadenbereich. Das ist natürlich nicht so lustig. Also hoffen wir, dass es kein Muskelfaserriss oder dergleichen ist. Und so bewegen wir uns hinein in die 90. Beric spielt den nächsten tollen Pass. Dobnik bleibt drinnen und jetzt bekommt er die sichere Beute serviert. Das wäre ein Einstand gewesen. Armin Mujakic. Kein Abseits. Na, das wär's. Beim Bundesliga-Debüt, beim ersten Ballkontakt ein Tor zu machen. Also natürlich unglücklich gelaufen heute für den WRC. 5 Minuten Nachspielzeit gibt's. Aber da hat es nicht lange grämen, denn es gibt ja im Bälde die Revanche. Cup-Viertelfinale. Kommenden Dienstag in der Lavantal Arena. Das wird sicher ein heißes Duell. Und Didi Kübauer weiß ja, dass seine Mannschaft durchaus Rapid Parole bieten kann. Soki Barisic weiß, das sieht nicht schlecht aus im Kampf um Platz 2 oder gar mehr. Auf
alle Fälle wird es der dritte Sieg in Folge wie im Herbst. Auch da wurde Grödig, Wiener Neustadt und Wolfsberg in Folge bezwungen. Es wird der sechste Heimsieg in Folge. Schön, wenn man sich noch ärgern kann beim Stand von 4:1 in der Nachspielzeit. Ja, Drescher, der hier klar den Ball spielt. Und doch bleibt die Cornerentscheidung aus. Das war wahrlich interessant. Also Schiedsrichter Hakam heute nicht fehlerfrei. Das müssen wir so festhalten. Kein Rot für Maric, kein Foul von Schobesberger an Pala. Das waren keine unwichtigen Szenen. Stangl und Schul. Was ist passiert? Das hier. Aber beide stehen mittlerweile wieder. Also wie geht's für den WRC weiter? Cup-Viertelfinale haben wir schon des Öfteren thematisiert. Dann das Heimspiel in der Liga gegen die Admira. Und dann geht's zu Wien Austria. Kommender Sonntag, sprich in 8 Tagen, dann der Schlager hier im Ernst-Happel-Stadion, Rapid gegen Salzburg. Wie viele Zuschauer werden da kommen? Mujakic zeigt, dass er auch schnell ist. Ich denke, so schnell war der Vater nicht. Also gibt nochmal Ecke für Rapid. Hofmann. Schul. Zollbauer in interessanter Position. Das war auch ein interessanter Abschluss dann. Das war's, 4:1 heißt zum Ende zwischen Rapid und dem RZ Pellets WAC, Didi Kübauer. Respekt, dass er da noch die Laune hat, um ein Foto machen zu lassen. Er musste früh auf die Tribüne. Wir haben's ein paar Mal für Sie auch noch mal bildlich aufgelöst. Es ging um die Situation Schobesberger gegen Pala. Kübauer hatte wohl recht, dass es ein Foul war. Die Wortwahl, die kennen wir nicht. Die kennt nur Alexander Hakam, die dann der WRC-Trainer gewählt hat. Warum er dann raus musste auf die Tribüne zuvor.
ist Rapid schon mit 1:0 in Führung gegangen durch Philipp Schobesberger, dessen Lauf also weitergeht, dessen Formkurve weiter nach oben geht. Da waren knapp 13 Minuten gespielt, danach eben dieser angesprochene Zweikampf, der dann letztlich mitentscheidend mitgeholfen hatte zum 2:0 von Stefan Schwab, der abgezogen hat, abgefälscht noch von Joachim Standfest. Dann hat Robert Beric zugeschlagen in der 64. Minute. Es ist Stefan Schwab. Dann ist es doch noch mal kurz spannend geworden durch das Elfmeter-Foul von Marko Maric, vom Novotor-Vertreter, der Silvio von den Beinen holte, aber nicht rot sah. Den Elfmeter hat dann Jacobo verwandelt in der 67. Sprich, da hatte der WRC endlich wieder mal auswärts getroffen und da hat der Rapid wieder mal ein Tor daheim kassiert. Dann hat der WRC kurz gedrückt, hat viel probiert. Der Rapid ist aber alles in allem relativ sattelfest geblieben, konzentriert geblieben, mit wenigen Ausnahmen. Und ist dann noch nach einem tollen Pass von Steffen Hofmann und einem schönen Abschluss von Robert Beric zum 4:1 gekommen. Christian Dobnik, der wohl überraschend heute zum Einsatz gekommen ist, jetzt im Gespräch bei Jörg Kühne. Ja, gibt es nicht bessere Momente, Christian Dobnik wieder retour zu kommen, als in der Halbzeit bei Rapid auswärts? Es ist schön, wenn man wieder Fußball spielen kann und ich habe mein Bestes gegeben in der zweiten Halbzeit. Und leider haben wir verloren. Was hatte denn der WRC heute entgegenzusetzen? Ja, es war schwierig, das Spiel heute. Wenn man in der ersten Halbzeit zwar so schnelle Tore kriegt, ist es halt relativ schwer. Wir wissen, dass gegen Rapid schwer zum Spielen ist. Und ja, wenn sie dann einfach 2:0 vorne sind, dann ist es halt noch schwerer. Dieser Europacup, geht der nur mehr über den Cup? Man muss von Spiel zu Spiel schauen und einfach arbeiten und nichts anderes. Wir haben unsere Aufgaben zu erledigen, wir müssen alles geben. Und ja, was dann nach der Saison rauskommt, das sehen wir. Dienstag schon der Cup gegen Rapid, wer steht im Tor? Das dürfen Sie nicht fragen, müssen den Trainer fragen. Wie fit ist Kofler? Kann ich nicht sagen. Ich habe aufgehört in der Halbzeitpause und ja, haben wir gesagt, dass er reinkommt, ich werde jetzt mit ihm reden. Keine Ahnung. Danke, Christian. Na klar, Christian Dobnik, der, das hat man schon irgendwie gemerkt, auf seinen Einsatz gebrannt hat und natürlich öfter spielen möchte, aus seiner Sicht klarerweise nachvollziehbar, bei dieser Kofler. Der ist eben auch kein Schlechter, hat über weite Strecken tolle Leistungen geboten in dieser Saison. Das ist aber nur eine Randnotiz am heutigen Abend. Natürlich viel wichtiger aus Sicht von Rapid, der erneute Heimsieg, weiter ja, so ein bisschen Druck zu machen auf Salzburg, zumindest weiter im Gleichschritt mit den Salzburgern von Sieg zu Sieg zu marschieren. Weiter tolle Chancen zu haben auf den zumindest zweiten Platz nach dieser Saison. Was sagen uns die statistischen Werte über dieses Fußballspiel? Haben wir für Sie aufbereitet. Wenig Ballbesitz für Rapid im Vergleich zu den sonstigen Spielen in diesem Frühjahr. Nur 53%, sonst war man immer über 60%. Und das Wichtigste, 4:1 für Rapid, das sehen Sie oben in der Mitte. Also das soll es von mir gewesen sein, liebe Zuseher. Natürlich noch lange nicht mit unserer Sendung. Jetzt hören wir eine weitere Stimme. Jörg Kühne, übernehmen Sie. 4:1 gegen den WRC. Stefan Schwab, wie ist es bei fast jedem Türl dabei zu sein heute? Ja, super Gefühl heute. Wichtiger Sieg für uns, vor allem in der Tabelle. Und war eine gute Leistung von der ganzen Mannschaft. Und ja, ich freue mich natürlich über mein Tor, ist klar. Der Sieg verdient, mehr als verdient. War er glanzvoll? Ich glaube, wir waren jetzt sehr effektiv, haben die Chancen eiskalt ausgenutzt. War vielleicht, ja, erst hat es nicht unser allerbestes Spiel, aber 2:0 geführt. Aber jetzt im Ende ist es sicher ein verdienter Sieg, weil WRC auch nicht wirklich viele Torchancen gehabt hat. Wie wichtig ist denn die nächste Woche für Rapid? Ja, das ist sicher eine entscheidende Woche für uns jetzt. Am Dienstag haben wir eine harte Partie, was ein anderes Spiel wird wie da. Und dann haben wir ein richtiges Schlagerspiel gegen Salzburg. Aber jetzt müssen wir uns auf Dienstag konzentrieren, weil es auch eine große Chance für uns im Cup. Vielen Dank und Gratulation. Ihnen wollen wir mit unseren Zusammenfassungen, mit unseren Stimmen aus dem Happelstadion, dort, wo also heute Rapid weiterhin eindrucksvoll zu Hause agiert. Insgesamt gnadenlos, wenn man so möchte. Diesmal ein 4:1 Heimsieg gegen Wolfsberg. Und damit machen die Kärntner ihrem Trainer, Didi Kübauer, auch kein Geburtstagsgeschenk, Dr. Schwarz.
Ja, vor dem Spiel gratulieren noch die Rapid-Verantwortlichen, Didi Kübauer zum 44. Geburtstag. Das waren dann aber schon alle Geschenke für die Gäste im Happelstadion. Beide starten ersatzgeschwächt. Beim WAC in Weiß fehlt neben Tredina, Rnic und Putsche auch der gelb gesperrte Weber. Die Gäste haben dann die erste Chance nach 9 Minuten. Fernschuss von Boris Hüttenbrenner. Marko Maric pariert. Der steht diesmal statt des zuletzt kranken Jan Novota im Rapid-Tor. Die Wiener brauchen, um in die Gänge zu kommen. Und dann gehen sie nach einem Gastgeschenk in der 12. Minute in Führung. Da ist Philipp Schobesberger mit seinem 2. Bundesligator. Eingeleitet wird die Szene von Stefan Schwab und dann ein Fehler von Christopher Wernitznik, der sich den Ball hier nicht stoppen kann. Das wird zur idealen Vorlage für Schobesberger, der umkurvt noch Kofler und schiebt ein. Das ist natürlich ein Schock für den WAC, der dann auch keine Zeit hat, sich von diesem Gegentor zu erholen. Keine 3 Minuten später kommt Rapid schon wieder in den Strafraum. Wieder über Schobesberger. Dann Beric noch einmal für Schobesberger. Der legt zur Mitte für Stakel und den Abschluss. Den gibt es dann von Stefan Schwab. 15. Minute. 2:0 für Rapid. Exakt 2:42 nach dem ersten Treffer legen die Wiener nach. Rapid drückt zunächst, aber keiner kommt so richtig zum Abschluss. Und der Schuss von Schwab, der wird dann von Standfest noch entscheidend abgefälscht. Zum 2:0 für Rapid. Darüber muss sich WAC-Trainer Didi Kübauer enorm aufregen. Der hat nämlich in der Entstehung dieses Treffers diesen Zweikampf gesehen zwischen Schobesberger und Palla. Schobesberger arbeitet da mit den Händen, aber Schiedsrichter Alexander Hakam bzw. Assistent Hübler sieht hier kein Foulspiel. Kübauer vergreift sich dann auch ein wenig in der Wortwahl und muss auf die Tribüne. Rapid nimmt sich dann etwas zurück. Der WAC sucht nach Antworten, hat aber keine zwingenden Torchancen. Das war Silvio. Pausenstand 2:0 und der WAC muss dann den Torhüter tauschen. Alexander Kofler hat ein Problem mit der Gesäßmuskulatur. So kommt Christian Dobnik zu seinem Saisondebüt. Und unmittelbar nach Wiederbeginn hätte es der WAC dann wieder richtig spannend machen können. Top-Chance für René Seebacher nach 47 Minuten nach dieser Flanke von Wernitznik. Aber er bringt hier den Ball nicht aufs Tor. Rapid hat nach dem 2:0 keinen Torschuss mehr abgegeben und es dauert bis zur 60. Minute, bis wieder mal einer kommt. Das war Deni Ala, erste Fangübung für Dobnik. Der WAC riskiert dann schon mehr und öffnet damit Rapid Räume, die die Wiener auch nützen können. Steffen Hofmann zu diesem Zeitpunkt schon im Spiel. Er ist für Schobesberger in die Partie gekommen. Schönes Zuspiel für Schwab und dann Beric in der Mitte. 64. Minute, 3:0 für Rapid. 18. Saisontor von Robert Beric. Das war richtig schön gespielt. Hofmann für Schwab und Beric dann in der Mitte gegen Solbauer und gegen Pala. Und trotzdem macht er das Tor. Damit ist scheinbar schon alles entschieden. Aber Zoran Barisic sieht dann, dass der WAC noch einmal verkürzen kann. Und zwar nach dieser Szene. Da kommt Maric zu spät gegen Silvio. Und da hat Rapid richtig Glück. Es gibt nur 11 Meter für den WAC und keine Karte für Marko Maric. Das war eigentlich eine offensichtliche Torchance. Und da hat Maric richtig Glück, dass er in seinem 4. Bundesligaspiel nicht vom Platz fliegt. Passiert ist das Ganze nach 66 Minuten. Eine Minute später tritt dann Jacobo zum Elfer an und macht das ganz sicher. Maric in der falschen Ecke. Jacobo erzielt sein 4. Saisontor. Neuer Zwischenstand damit 3:1. Und der WAC ist damit die erste Mannschaft, die Rapid nach 5 Heimspielen, die sie zu 0 gespielt haben, wieder ein Tor schießt. Ja, und damit ist Rapid natürlich auch wieder etwas gefordert. Und Rapid hätte beinahe unmittelbar nach dem 3:1 wieder den alten Vorsprung hergestellt. Zunächst scheitert hier aber Ala und dann bringt Beric den Ball nach 71 Minuten nicht aufs Tor.
Der WRC kann dann in der Schlussphase allerdings nicht mehr zusetzen. Und Rapid macht kurz vor Schluss alles klar. Hofmann spielt Beric ideal frei. Und der macht das nach 86 Minuten richtig schön. Und erzielt das 4:1. Kein Abseits beim Zuspiel von Steffen Hofmann hier für Robert Beric. Der startet ideal, schaut, Stangl ist in der Mitte, aber Beric macht selbst und erzielt nach dem 18. auch noch sein 19. Saisontor. Endstand 4:1. Rapid verpatzt damit Didi Kübauers 44. Geburtstag und ist im Frühjahr weiterhin sehr gut unterwegs. Das ist im 8. Spiel der 6. Sieg für das Team von Zoran Barisic und der 6. Heimsieg in Folge für Rapid. Ja, Philipp Schobesberger, der hat Rapid mit dem 1:0 auf Schiene gebracht und jetzt steht er bei Jörg Kühne. Philipp Schobesberger, mit wie viel Selbstvertrauen sind Sie momentan ausgestattet? Ja, genug. Denke mal, dass wir gute Leistungen bringen. Die Mannschaft ist super drauf. Wir sind auch nach der Länderspielpause super jetzt wieder eingestartet, haben den 2. Platz abgesichert und das war unser Ziel für heute. Was waren heute gegen den WRC vor dem 2:0? Mit Schobesberger gegen Paller. Wir können die nebenher laufen lassen. Können Sie drauf schauen? Ja, ich denke, der Paller wollte den Körper einstellen. Ich bin einfach auf die andere Seite ausgewichen. Er hat sich fallen lassen oder ist umgefallen. Dann war ein bisschen ein Klick dabei mit der Stange, mit der Cornerstange. Warum ist er umgefallen? Ja, weil er mit mir in den Zweikampf gehen wollte und ich bin einfach auf der anderen Seite ausgewichen. Kein Fall? Nein, auf keinen Fall. Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht berührt oder waren dann schon nur gestriffen auf der Schulter. Aber das ist auf keinen Fall ein Fall. Warum wollt ihr eigentlich nicht Philipp genannt werden? Ist Schobi besser? Ja, in letzter Zeit werde ich öfter Philipp jetzt genannt, aufgrund des Interviews. Aber es ist nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Wenn man Philipp sagt, bin ich nicht Hass oder irgendwas. Aber ich habe mich einfach an Schobi gewöhnt, sagen alle zu mir und es ist in Ordnung so. Dann sage ich danke und Gratulation, Schobi. Danke. Das ist ein schöner Name, Philipp, oder? Anders als Peter, auch schön. Auch schön, ja, aber fix ist, dass er außergewöhnlich seit diesem, nach diesem Interview werden ihn ganz sicher alle Mitspieler Philipp nennen. Ja, das wird ihm bleiben. Aber im Ernst, er ist im Moment natürlich angekommen, wie es so schön heißt. Hat ein paar Monate gebraucht. Ja, er ist ein sehr interessanter Spieler, der diese 1-gegen-1-Situationen sucht, der wahnsinnig schnell ist, der frech spielt. Der einfach noch einen Instinkt hat als Fußballer und nicht so nach Schablone spielt. Und deswegen wird Rapid sicher noch viel Freude an ihm haben. Und der vom Gerald Baumgartner grundausgebildet wurde. Das wollen wir auch noch erwähnen in diesem Zusammenhang. 4:1 klingt sehr klar. Das ist der 6. Heimsieg in Folge. Wer denkt da noch ans Hanapi-Stadion, könnte man fast sagen. Alle haben gedacht, das Hanapi-Stadion, das wird für Rapid kein Heimvorteil sein. Ja, das hat man befürchtet, aber man sieht natürlich eindrucksvoll, wie Rapid die Spiele im Hapelstadion ausführt, nämlich erfolgreich. Aber es wird natürlich jeder, der Grün-Weißen, sich schon freuen auf das neue Stadion. Allianz-Stadion. Mhm. Und es ist natürlich schon so, ich meine, sie sind sehr gut im Moment drauf. Sie sind aus meiner Sicht auch absoluter Favorit auf Platz 2 in der Liga. Wenn nicht sogar auf mehr, muss man schauen, wie nächste Woche dieses Spiel gegen Salzburg endet. Aber sie profitieren schon in den Heimspielen von sehr günstigen Spielverläufen. Also da waren gegen Ried diese Elfmeter und Ausschlüsse und gegen Sturm gleich ein Ausschluss. Heute ein großer individueller Fehler von Wernitznik. Aber sie nutzen das aus und sie sind sehr stabil und sie punkten fleißig. Ja, dann hören wir hinein, wie die Trainer diese Begegnung gesehen haben. Zoran Barisic und Didi Küper jetzt live bei Jörg Kühn im Ernst-Happel-Stadion. Ja, fast. Also Rapid schon wieder mit einem Heimsieg, Zoran Barisic. Wie war er heute? Solide oder mehr? War er glanzvoll? Überhaupt nicht. Also wir haben gegen einen sehr starken Gegner zwar 4:1 gewonnen. Das Resultat ist etwas zu hoch, finde ich. Aber wir hatten das nötige Spielglück, vor allem in der Anfangsphase, als wir gleich 2:0 in Führung gegangen sind. Trotzdem hat es einige Dinge gegeben, mit denen wir nicht so zufrieden waren, die zu verbessern sind. Allerdings war es für uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollten. Also das heißt, mit dem Resultat kann man zufrieden sein, aber das Spiel wollen wir schon noch verbessern. Schlechter Spielverlauf, also sagt der Kollege aus Sicht des WRC. Was waren das für blöde Gegentore, die Kübauer in der ersten Hälfte?
Naja, das Erste brauchen wir nicht reden. Das ist so, dass man, das darf in Wuschen nicht passieren. Passiert im Fußball und natürlich bist du mal eins noch hinten. Dann das Zweite ist ja das, was ich schon sage, da glaube ich, waren schon, das war für mich nicht korrekt, aber wenn du dann nach 15 Minuten zwei noch hinten bist, gegen Rapid, wo du weißt eigentlich, dass sie dann wenig hergeben. Und dann ist es sehr, sehr schwierig. Und deshalb glaube ich, weiß nicht, wir haben dann zwar noch erst halbzeit die Chancen gehabt, muss ich sagen. Wir hätten zurückkommen, der Silber hat die Chance gehabt, wo ich sage, wenn man da den Anschlusstreffer macht, dann ist alles drin. Zur Pause haben wir auch gesagt, es ist noch was drin, wir brauchen ein Tor. Und war dann so, dass, wie der Zocke schon sagt, Rapid war zwar vielleicht mehr am Ball, aber die großen Möglichkeiten haben sie nicht vorgefunden. Und ja, dann kriegst du das dritte Tor und dann ist eigentlich, dann weißt du, wo der Zug hinfährt. Und 3-1 und 4-1, glaube ich, haben wir da wieder eigentlich serviert und das war ärgerlich, weil Rapid hat eigentlich das ganz gut ausgenutzt, wenn wir den Völler nach vorn gemacht haben im Aufbau und da haben sie es ganz gut gemacht. So aus dem Spiel raus haben wir es eigentlich ganz gut kontrollieren können, aber ist einfach so, da ist ein Unterschied an der Qualität, aber trotzdem ist auch gar, dass der Sieg vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Schauen wir vielleicht ein paar knackige Szenen an, meine Herren, schlage ich vor. Nochmal Fernsehen nebenbei. Was ist passiert vor dem 2:0? Schobesberger haben wir schon gehört, die Küber hat gerade gemeint, nicht korrekt. So, dann Barisic. Zweikampf, Schobesberger gegen Paller oder doch mehr als ein Zweikampf? Könnte man hier auch ein Foul in Erwägung ziehen? Natürlich, wenn man sich die Bilder jetzt anschaut, natürlich kann man ein Foul in Erwägung ziehen. Es war so, dass es eine sehr, sehr intensive und zweikampfbetonte Partie war generell und dass da sehr viele strittige Entscheidungen gegeben hat. War sicherlich nicht einfach zu pfeifen fürs heutige Spiel für den Schiedsrichter. Die Entstehung danach zum Elfmeter für den WAC in der zweiten Spielhälfte. Maric, unstrittiges Foul gegen Silvio. Keine persönliche Strafe, die Küber. Selbst etwas verwundert gewesen von da oben, von der Tribüne? Ja, also von oben hat es ja auch, man sieht man da, dass eigentlich ein klares Foul ist, aber wie gesagt, ich kenne die Regeln jetzt nicht. Ich habe dann zwar mit Hagam gesprochen und gemeint, entweder gar keine Karten oder rot und er hat sich dann so entschieden. Aber ja, ich bin kein Schiedsrichter, aber ich glaube halt, ich denke schon, dass das so ist, dass man da sehr wohl rot gehen kann. Aber ob dann das Spiel sich trage, das würde ich gar nicht sagen, aber es ändert nichts daran. Wir haben 4-1 verloren und das ist das, was zählt. Nächste Woche Cup gegen den WRC, Zoran Barisic. Dann das Match gegen Salzburg. Worüber reden wir heute in 8 Tagen? Es wird immer so viel spekuliert. Das wissen wir beide nicht. Wir drei wissen das nicht, worüber wir sprechen. Es ist einmal so, dass wir jetzt am Dienstag die Cup-Partie haben. Natürlich wollen beide Mannschaften ins Semifinale kommen. Es wird eine sehr, sehr schwierige Partie. Das hat man auch heute gesehen. Der WRC hat uns alles abverlangt. Also das heißt, wir sollten schon auf einem gewissen Niveau sein, wenn wir da eine Runde weiterkommen wollen. Cup am Dienstag, die Küber heute 75 Minuten lang Ehrentribüne. Sehen wir es positiv, Sie haben den Cup-Gegner richtig schön beobachten können. Ja, das einzige Gute ist das, dass man sagt, dass du vorne besser siehst. Also man hat schon mehr sehen können, aber natürlich ein bisschen lieber unten. Meine Herren, ich bedanke mich für das Gespräch, Zocke und Didi. Retour zu euch, Martin. Ja, danke schön. Allerdings, dieser Platz ist teuer, was man so weiß. Es dürfte vermutlich ein bisschen was kosten, ja. Nachdem Didi Küber kein Ersttäter ist, unter Anführungszeichen. Aber schon angesprochen, es gab strittige Szenen. Diese eine Szene mit Schobesberger haben wir auch in der Pause schon gesehen, wo Peter Schöttl auch der Meinung war, wenn hier gepfiffen worden wäre, dann dürfte sich keiner beschweren, wo auch dann das 2:0 gefallen ist. Wollen wir uns diese Szene ansehen? In der 66. Minute die Strafstoßentscheidung von Schiedsrichter Hakam nach dem Foul von Rapid-Torhüter Maric an Silvio. Meine Herren, unstrittig wohl, dass es ein Foul war. Aber es gab eben weder gelb noch rot für Maric. Für mich ein bisschen unverständlich, sage ich jetzt ganz ehrlich, weil es wäre eine Torchance gewesen. Und unabhängig davon, die beiden Verteidiger hätten nicht mehr eingreifen können. Und da muss man sagen, dann wäre es natürlich auch eine rote Karte gewesen. Peter, Sie wollen, glaube ich, eher salomonisch vorgehen, oder? Wie meistens in diesen Dingen. Also ich habe es nicht so gern, wenn man da gleich rot zieht. Von meinem Gefühl her, wie ich die Situation sehe, hätte ich mit einer gelben Karte gerechnet. Wenn der Didi jetzt sagt, er hat mit Schiedsrichter Hakam gesprochen, der gesagt hat, es gibt entweder rot oder gar nichts, dann bin ich mit meiner gelben natürlich daneben. Es war ein Foul, wäre auch noch an den Ball gekommen. Ob die zwei Rapidler irgendwas ändern hätten können an der Torchance, ist Spekulation. Fakt ist,